Hi ho und willkommen zurück bei dem Zuschauer zu Okami HD, der Stream-Version. Ja, wir sind immer noch auf der Uni-Insel und wir haben den super Blitzschlüssel, den wir hier reinpacken könnten, um das Tor zu öffnen. Allerdings habe ich das erstmal noch nicht vor. Ich wollte erst nochmal hier rüber. Und mich ganz einfach hier nochmal ein bisschen umsehen. Genau, weil hier sind noch Truhen. Das ist jetzt zwar nur ein heiliger Knochen M. Ich glaube, hier ist nur ein Ausgang oder so. Ja, hier ist der Ausgang. Okay. Hier ist noch eine Truhe. Yay. Ein Räuchergefäß, oder? Dafür hat sich's gelohnt. Und ein Holzbeer. So, hier waren wir. Was ist mit hier? Hier ist noch eine Truhe, eine Libellenperle, yay. Und hier ist noch eine Truhe. Ein Stahlfaustsacke. Auch nett. Aber ja, so wie es aussieht, sind das abgeschlossene Abteile links und rechts und nur die Mitte führt einen direkt ans Ziel. Jedenfalls so gefühlt. Ich könnte halt hier im Kreis laufen. Genau, da komme ich da wieder raus. Wo ich gerade durchgesprungen bin. Ah, hier ist noch eine Truhe. Eine Vergeltung. Und noch eine Truhe. Mit dem Stahlseelensacke, der die Verteidigung erhöht. Ja, aber ich denke mal, das war's dann auch schon hier drin. Ja, hier komme ich wieder raus. Hier ist noch eine Sackgasse. Ja, hier war ich eh schon. Ich denke mal, damit haben wir das da abgeschlossen. Haben wir jetzt ein paar Schätze und so gekriegt. Und andere Sachen. Wir können jetzt endlich hier den Mechanismus aktivieren. Speichern wir mal ganz kurz nochmal. Damit wir das nicht alles nochmal machen müssen im schlimmsten Fall. Achso, Kisten, die nur so aufgehen. Ein Bullenhorn, okay. Und ein Tintenstein. Nun, das sehe ich mal eine Statue. Zu schade, dass sie hier bei diesen verdammten Monstern steht. Aber irgendwas stimmt mit dir nicht. Ganz besonders dieses erhobene Schwert. Ich habe sieben Streich gesehen. Das legendäre siebenklingige Schwert, aber niemals ein neunklingiges Schwert. Ja, ich nehme mal an, wir müssen das Schwert blitzdingsen. Aber jetzt will ich mich noch hier umsehen. Ein Christ.
Metall, hey. Und ein S-Knochen. Ja, sonst ist hier nichts. Ja, und es ist ja gerade Zufall, dass da oben neben dem Schwert das habe ich jetzt nicht erwartet. Dass Amaterasu jetzt einfach alles in die Luft jagt. Ich dachte vielleicht, dass dadurch die Statue kurzzeitig zum Leben erwacht und das Schwert nach unten schwingt, um alles kaputt, um den Weg weiter frei zu machen. Aber nicht, dass es einfach die Statue explodiert. Ah, Ami, was hast du diesmal gemacht? Denk dir lieber schnell was aus. Hm. Oh, Lava steigt. Au. Ich habe keine Ahnung gerade, was ich machen muss. Ach so, da ist noch ein Auge. Uff, das war knapp. Dass da noch ein Auge ist, das habe ich irgendwie übersehen. Oh. Psylopsop, 2D. Ja. Da ist die Katze. Ach, wie nett. Bambus des Todes. Ach so, die Katzenkraft geht nur hier. Wow. Ah, zum Glück bin ich durchgeglitscht. Das hier ist auch sehr nett. Das müsste ich auch schneiden können, ja. Hier gibt es sogar noch Geheimgänge. Mist. So, das ist ein Geheimgang, aber weiter rauszoomen kann ich jetzt nicht, um zu sehen, was da drüben ist. Hm. Die Falle sehe ich diesmal.
Oh. Das war böse. Au. Ah, so geht das. Exorzismus L, ernsthaft? Gut. Solarenergie ist auch gut. Dann gucken wir mal, was hier oben ist. Ah, wieder irgendwelche Falltüren. Warum machen sie ihm da keinen Doppelsprung, hä? Ich meine, ich kann den blöden Doppelsprung. Ami ist echt ein fauler Wolf, um mich zu ärgern. Sie will echt über diese Schlucht keinen Doppelsprung machen. Ich habe es jetzt gerade so drüber geschafft. Da, guckt. Ich drücke Sprungtaste wie ein Bekloppter, aber sie macht keinen. Komm, nehmen wir die Abkürzung zurück. Die haben wir ja gleich hier. Ui. Ups. Au. Ach, ich nehme den anderen Weg. So. Ja, Dämonen sind sadistisch, aber richtig. So, was kommt? Bambusspeere. Mhm. Ah, das ist gemein. Hoppala. Ernsthaft. Oh, Falla. So, das hat jetzt auch geklappt und wir sind raus aus diesem Jump-and-Run-Puzzle. Ah, war wieder so einer. Gut, hier können wir gleich mal das Spiel überspeichern. Ne, ich will nicht nochmal auf den Speicherpunkt. Hm.
Hier ist ein Schlüssel. Da ist ein Weg lang und da ist eine Treppe hoch. Ach hey, hier sind sogar wieder solche Spinnies. Okay, Gegner, wenn ich hier unten bin. So. Gegner, die ich hätte anpinkeln müssen. Fällt mir gerade so ein. Dämonisch aussehende Gefäße. Also ich habe das Gefühl, immer wenn ich hier runterfall, triggert ein Kampf. Okay, da brauche ich einen exorzierenden Pfeil für. Ich habe so das Gefühl, ich muss dafür hier oben irgendwie lang gehen. Dann. Also hier auf den Wandregalen. Nö. Ach, das werde ich sehen. Erstmal die Kiste noch öffnen. So, du hörst mal auf mit deinem Schmur. Ich mach die Kiste hier auf. Karte der Uni-Insel, ja. Karte der Uni-Insel. Ja, Erdgeschoss und Untergeschoss, da waren wir schon überall. Wir sind jetzt gerade hier. Wir haben noch ein bisschen vor uns. Da, bis wir beim Bossraum in der 7. Ebene sind. Da scheinen wir schon teilweise gewesen zu sein. So, kommen wir wieder raus. So, wenn ich hier hochgehe. Ah ja, dann bin ich hier. In dem Bereich. Hier wird mir eine Plattform angezeigt. Das ist die da oben, nehme ich mal an. So. Hier über die Blitzfelder komme ich drüber. Da sind sogar irgendwie Seelen in den Töpfen gefangen, die da aufsteigen, wenn ich die Töpfe zertippere. Genau, das müsste die Plattform sein, die ich auf der Karte gesehen habe. Eine Vergeltung. Yay. Da dann geht es nirgendwo hin und da schwingt die blöde Spinne in der Gegend rum. So.
Ja, wenn ich den Schlüssel fallen lasse, dann komme ich hier runter. Das kann ich mit der Bombe bomben.